Part 3 von Mario Kart 8 Deluxe Online hatte einen ziemlich treffenden Titel, nämlich Es ist zu warm. Und naja, wie soll ich sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das Video damals online kam, aber der Titel? Nun, ich werde den, glaube ich, für dieses Video erneut verwenden. Fakt ist nämlich, ja, es ist zu warm. Wir haben die letzten Tage hier immer so um die 30 Grad gehabt. Gestern waren es, glaube ich, 32 Grad. Und ich sag mal so, ich bin ein bisschen, wie sagt man das, temperaturanfällig. Also sowohl, wenn es kalt wird, sowohl auch, wenn es warm wird, gefällt mir das nicht. Und der Typ heißt Splatoon 2, das ist ein kreativer Name. Am liebsten sind mir so, ja, so 23, 24, vielleicht 25 Grad, am besten das ganze Jahr über. Meinetwegen schöne Sonne und hier und da mal ein bisschen Regen, damit es abkühlt. Aber jetzt momentan, Leute, wir haben jetzt gerade mal Juni, also heute ist der 31. Mai und es ist schon so wie, was weiß ich, vor 2 Jahren im August. Ohne Witz. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr, da hatte ich ja einen Ferienjob, in so einem, ich nenne es mal Freizeitpark, aber, ne? Und da hatten wir, glaube ich, insgesamt, letztes Jahr meine ich, 3 Tage im Jahr, im gesamten Sommer, an denen es 30 Grad oder wärmer waren. 3 Tage. Und jetzt dieses Jahr waren die letzten 3 Tage schon über 30 Grad. Was soll das heißen? Naja, wahrscheinlich, dass dieser Sommer irgendwie wärmer wird. Also letztes Jahr gab es auch viel so Regen, wölkiges, bewölktes Wolkenwetter und so. Das scheint dieses Jahr vielleicht nicht der Fall zu sein, muss man mal gucken. Dieses Jahr habe ich keinen Ferienjob. Zumindest noch nicht, mal schauen. Wer springt runter? LOL! Oh mein, oha. Wäre ich jetzt ein Streamer, würde ich sagen, clip that. Das war episch. Nee, aber es ist einfach warm. Und das Problem ist, normalerweise würde ich ja mein Fenster aufmachen, ne? Aber, nein. Diesen epischen Win lasse ich mir nicht nehmen. Aber es ist draußen jetzt auch irgendwie gerade total laut. Es fahren übel viele Lastwagen rum und so. Deswegen musste ich jetzt zumachen. Es ist so warm. Und dann gibt es hier noch Elektrogeräte. Gerade mein PC macht echt gut Wärme. Die Lüfter sind nicht gut. Die sind auch ziemlich laut. Die Switch dreht auch gut auf, muss man sagen. Und ja, es ist einfach warm. Die Sache ist, dagegen kann man da irgendwann nicht mehr viel machen. Ne? Das ist ja das Ding. Im Winter, wenn es kalt ist, dann zieht man sich halt was an. Oder man macht die Heizung an. Oder man geht halt nicht raus. Aber im Sommer, selbst wenn du nicht rausgehst, die Sonne strahlt rein. Das heißt, du musst dann entweder die Jalousie runter machen oder dann dazu noch dein Fenster zu machen. Oder wenn du keine Jalousien hast, irgendwas davor hängen, keine Ahnung. Und irgendwann kannst du dich nicht weiter ausziehen. Ich meine, klar, zu Hause theoretisch schon, aber sobald man dann mal weggehen will, nee. Kurze Hose, T-Shirt ist eigentlich schon das Maximum so. Ich meine, klar, es laufen auch Leute oberkörperfrei rum, aber geht mal so in eine Stadt, WTF. Wer macht denn das? Also insgesamt muss ich halt sagen, ist mir da doch, sagen wir mal, da wäre mir wirklich 30 Grad minus schon fast lieber als 30 Grad plus. Klingt komisch. Was meint ihr? Was findet ihr besser? Weil um ehrlich zu sein, also ich bin ja generell jemand, ich gehe nicht so oft vor die Tür. Aber jetzt gerade, egal was man tut, es ist anstrengender als sonst. Es ist einfach, ich bin vor ein paar Tagen mal wieder mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Liegt daran, dass ich seit ich 18 bin eigentlich nur noch mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin, weil es cooler ist. Und das war schon gut anstrengend. Was witzig ist, ist, dass man wirklich mehr Energie verbraucht. Also wirklich merklich. Woran merkt man das? Nun, ich bin heute Morgen, momentan dusche ich morgens, eigentlich dusche ich immer abends, aber da man nachts ja auch so warm ist, man so ein bisschen schwitzt, ne?
macht das irgendwie kaum Sinn. Deswegen gehe ich momentan morgens duschen. Und dann habe ich mich mal auf die Waage gestellt. So. Und ich habe einfach wirklich, original, seit es wärmer geworden ist, 5 Kilo abgenommen. 5. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht wirklich mehr bewegt. Eher im Gegenteil. Wie gesagt, einmal Fahrrad fahren. Aber sonst war ich nur zu Hause eigentlich. Also was heißt, das stimmt so nicht ganz. Aber wenn ich irgendwo war, dann halt nur mit Auto. Weil ich halt nicht mehr zur Schule gehe. Und deswegen auch mein Haus nicht auch verlassen muss. Und halt zu Freunden oder so mit Auto gefahren bin. Und das ist irgendwie bekloppt, weil ich habe mich, wie gesagt, nicht mehr bewegt. Und trotzdem, geil, trotzdem dank im Sommer. Also es hat auch seine positiven Seiten. Nicht, dass ich jetzt irgendwie übergewichtig wäre oder so, aber es ist trotzdem eine ganz nette Sache. GG. Hier läuft's gerade nicht. Es ist zu warm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man kann nicht richtig denken. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich einen irgendwie beeinflusst. Kann das sein? Also jetzt mal, no joke, kann das wirklich sein, dass man dadurch so die Hirnaktivitäten irgendwie beeinflusst werden durch Wärme und so? Oh Gott, oh Gott. Weil ich halte das doch für möglich. Hätte ich jetzt noch Bio, würde ich meine Lehrerin fragen. Tja, schön wäre es, ne? Tja, und während ich es hier aufnehme, verdammte Scheiße, ist ein großer Teil meines Schuljahrgangs gerade auf Abifahrt in Kroatien. Machen da Party. Und ein paar Kumpels und ich, wir sind hier geblieben, weil wir da nicht so Bock drauf hatten. Wir fahren dann lieber selber irgendwo hin. Und sparen uns da das Geld. Und das ist halt natürlich dann nice, ne? Also für die. Weil da ist ja scheinbar auch gutes Wetter. Wenn es da jetzt regnen würde, wäre blöd. Also wie gesagt, es hat auch seine positiven Seiten. Tja, aber mehr kann man ja dazu eigentlich kaum mehr sagen, ne? Ich habe mir nur so gedacht, es wäre irgendwie cool, geil, nochmal so ein Video zu machen. Wie gesagt, der dritte Part war das, der hieß, es ist zu warm. Und dieser hier jetzt auch. Weiß auch, was zu warm ist. So, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. 4. Platz, wie, was ist passiert? Keine Ahnung. Und wie gesagt, sobald ich jetzt ein Video aufnehme, wird es halt wärmer. Weil, Fenster zu, PC an, Switch an, macht alles seine Wärme und zieht Staub an. Alter, das ist nicht normal. Wenn man jetzt gerade im Sonnenlicht, wenn ich hier über meinen Schreibtisch gucke, ich saug momentan regelmäßig mit einem Staubsauger und trotzdem, so gefühlt nach 2 Stunden, nachdem man es gemacht hat, ist wieder alles voll. Das nervt mich so extrem und ich frage mich, was man dagegen tun kann, weil es wirklich... Klar, ich habe jetzt hier auch einige elektronische Geräte und so. Aber selbst, sagen wir mal, da wo die Bücher stehen, das ist auch staubig wie die Hölle. Und das nervt. Da ist meine Wahl. Es nervt. Aber wie gesagt, viel dagegen tun, kann man nicht. Und an der Stelle sei einmal eine Sache gesagt. An alle Leute, die vielleicht unterm Dach wohnen, so mit einer Dachschräge oder so, die gerade einfach komplett am Sterben sind. Mein Beileid. Mein Beileid. Hätten wir ein zweites Geschoss im Haus, dann würde ich vermutlich auch unterm Dach wohnen und würde vermutlich ebenso sterben. So geht's noch. Wie gesagt, die Sonne ballert zwar genau hier rein, auch genau wird auf meinen Bildschirm und das ist ein bisschen schwer manchmal Sachen zu sehen, aber es geht noch. Andere haben es schlimmer. Immer so denken, Freunde. Es gibt immer irgendwo einen Ort, der wärmer ist. Fragen, was ist denn eigentlich nochmal die höchste Temperatur, die jemals auf der Welt gemessen wurde? Also ich meine jetzt nicht im Vulkan, sondern halt so durch Sonne, durch im Sommer halt. Das meine ich jetzt in Deutschland. So. Das muss ich mal recherchieren. Ich kann es euch ja mal einblenden, wenn ich dran denke. Weil ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine 2016 wurde da ein neuer Rekord aufgestellt. Glaube ich. Oder war das letztes Jahr? War letztes Jahr der wärmste Sommer seit... 19, was weiß ich? Ich bin nicht mehr ganz... Wow, alt. Okay. Die waren einfach überall. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, wie viel waren denn das? Waren das irgendwie... 42 Grad? Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Aber ich guck mal nach. Und blend's euch an. Ja. Ansonsten... Viel länger will ich das Video gar nicht machen, weil wie gesagt, es ist einfach warm.
Ich habe gesehen, der gute Marvin hat auch ein Video hochgeladen vorhin. Das heißt tatsächlich genauso. Also auch, es ist zu warm. Guck mal auf seinem Channel vorbei. Ist in meiner Kanalbox drin. Auch von Mario Kart 8 Deluxe. Ach, es gibt noch eine Runde. Leute, ich wollte gerade schon hier Ende machen. Aber ich nenne mein Video trotzdem so, weil ich habe mir den Titel zuerst ausgedacht. Oh Gott. Alter Schwede. Aber ja. Wie gesagt. Auch jetzt zum Beispiel an so Let's Player, die halt den ganzen Tag am Aufnehmen sind. Ja. Ich weiß, wie das ist. Vor 2 Jahren, wo ich vorproduziert habe für den Urlaub. War auch lustig. Vor allem, wenn dann deine Eltern kommen und dich fragen, ob du bekloppt bist, dass du dein Fenster zumachst. Man so sagt, ja, muss ich? Das ist sonst laut. Komm schon, den kriege ich noch. Nein, Feuer. Als ob. Als ob. Nice Erstplatzierung heute, Freunde. Gut. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal etwas kühler wieder. Schauen wir mal. Man sieht sich dann auf jeden Fall. Und heute waren ein paar gute Highlights dabei auf jeden Fall. Macht's gut, Freunde.